Liebe Leute, herzlich willkommen hier aus Pai. Es ist der 21. Oktober und somit ein ganz besonderer Tag, denn es ist mein Geburtstag. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Shut your fucking mouth! Und zum Zweiten ist das hier das erste Video unserer ganzen Weltreise, das wir mal in 4K drehen. Das Ganze ist ein bisschen eine Herausforderung, auch speichertechnisch und auch schnitttechnisch, da wir mit der Hälfte der FPS-Zahl drehen und wahrscheinlich die Slow Motion somit wegfällt. Aber jetzt versuchen wir das mal. Sollte das gut werden, können wir das ja künftig auch weiterhin mal probieren. Ja Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. In den letzten Tagen ist wieder so viel passiert. Fangen wir mal damit an, wo wir von Chiang Mai hierher gefahren sind mit dem Bus. Da ging es bei mir wieder los mit Benommenheit, Gliederschmerzen und Fieber. Also meine Vermutung ist, dass mein Immunsystem noch so geschwächt war von dieser Lebensmittelvergiftung, dass ich da einfach Platz gemacht habe für irgendeinen Infekt und der mich dann auch nochmal 2 Tage außer Gefecht gesetzt hat. War für mich jetzt ein bisschen blöd, weil die letzten Tage hier in Pai auch wirklich Top-Wetter war und ich den ganzen Tag nur im Zimmer lag und Netflix schauen musste. Aber jetzt hoffe ich, dass ich es endlich überstanden habe und ab heute mal wieder auch am Start bin. Ja, und des Weiteren haben wir heute Morgen auch Lisa zum Busbahnhof gefahren. Nach in Summe jetzt fast 6 Wochen, wo wir zusammen gereist sind, war heute die Time to say goodbye. Und ja, ab jetzt sind wir noch 5 Tage zu dritt unterwegs. Wenn dann Domme auch abhaut, dann sind wir eine ganze Weile erstmal wieder nur zu zweit unterwegs. Dann würde ich aber sagen, genug gelabert. Schauen wir uns ein paar an. Los geht's. Hallöle! Hallo! So! Ja, hallo! Wer bist denn du? Den habe ich mitgebracht. Oh nein, nicht reingehen, der ist nass, der war im Wasser. Nein, 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 bleib draußen. Wir haben Besuch! Was ist der fett? Die! Meine Güte! So, dann mache ich jetzt mal kurz die Roomtour. Diesmal haben wir ein Bungalow, wir sind gestern vom Viererzimmer gewechselt. Endlich mal wieder auch ein Doppelbett. Richtig cool hier. Moskitonetz und Ventilator. Keine Klimaanlage. Was zahlen wir, Bianca? 11 Euro. 11 Euro die Nacht. Richtig cool. Was ein bisschen komisch ist, Waschbecken ist nicht im Bad. Genauso wie das Klopapier. Aber gut. Asien ist einfach ein bisschen anders. Die Aussicht ist auch ganz cool. Da drüben ist so ein Tümpel, das ist ganz cool, da ist auch so eine Schnappschildkröte drin. Vielleicht filme ich die nachher auch nochmal. Und das Bad, aber das ist diesmal weniger spektakulär. Scheiße, warum geht das nicht auf? So, wieder mal für Asien typisch, Duschkopf so ausgerichtet, dass man jedes Mal das Klo komplett nass macht. Aber gut, würde ich mal behaupten, ist in Ordnung. Thank you.
Straße nur auf dem Moped Activity zu fahren, nicht wie so mit dem Bus. Ja. Leute, wir sind hier jetzt beim Lodge Cave angekommen. Wir hatten eine absolut traumhafte Fahrt hierher, 50 Kilometer mit dem Moped. Aber in Thailand kein Problem, weil die Straßen wirklich absolut in Ordnung sind. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier gleich... Wie viel hat es eigentlich gekostet, Domme? 260 Baht, 2 Personen. Okay, dass es das wert sein wird. Was hat er gesagt? Wie ein Wasserfall. Ah ja. Sieht so salzig aus. Kommt von oben runter. Glaubst du, wie alt das Ding da ist? Ach, scheiße. Ist ja echt krass. Thank you.
So Leute, da wären wir wieder bei unserem Ressort und wir dachten, das ist ein ganz guter Punkt jetzt hier, um das Video zu beenden. Pai hat uns extrem gut gefallen. Wir waren jetzt hier circa eine Woche, oder? Ja, eine Woche waren wir hier. Und ich hätte gemeint, wir hätten auch noch länger bleiben können. Also 2-3 Tage mehr wäre ja auch noch cool gewesen. Aber alles in allem freue ich mich jetzt auch aufs Meer und würde behaupten, es war eine coole Zeit hier. In Pai können wir halt wirklich viel unternehmen, wie zum Beispiel beim Pai Canyon waren wir, beim Landsplit. Dann Wasserfälle, die Hot Springs, da waren wir jetzt nicht, weil die haben nämlich 9 Euro Eintritt gekostet und da waren wir dann ein bisschen zu geizig für. Aber die Bamboo Bridge können wir auch sehr empfehlen, das ist ja auch schon im Video drin gewesen. Es gibt auf jeden Fall eine Menge, was man hier machen kann. Und es gibt richtig viele, richtig schöne Restaurants und abends hast du auch eine richtig geile Nachtszene mit richtig geilen Bars. Ja, hier auf jeden Fall, Pai hat auch echt ein ausgeprägtes Nachtleben, hier kann man definitiv auch mal über die Stränge schlagen, was wir auch gemacht haben, weil ich ja hier auch meinen Geburtstag gefeiert habe und hat mir wirklich sehr gut gefallen hier. Vielleicht noch eine Story, und zwar zum ersten Mal ist mir auch passiert, dass ich von einem geschäftstüchtigen Polizisten ausgenommen worden bin. Und zwar machen die das hier in Pai so, die stellen sich 10 Meter vor die Polizeistation und ziehen die Leute ohne Helm raus. Habe ich dann 400 Baht Strafe zahlen müssen, das sind ungefähr 13 Euro. Ja. Und der Witz an der Sache ist aber, dass hinter uns 2 Leute mit Helm gefahren sind und die haben sie dann einfach wegen Nicht-Blinken rausgezogen und die saßen dann neben uns in der Polizeistation. Also mit anderen Worten, ich glaube, man hätte auch alles richtig machen können, die hätten sich trotzdem irgendwie verknackt. Und der Typ vom Hotel, der Thai, hat gesagt, dass man einfach nicht an der Polizeistation vorbeifahren soll. Dass man den Fehler nicht machen sollte. Ja, die waren trotzdem nett, die Polizisten, aber jetzt, also viele haben schon gemeint, auf einer Weltreise passiert das einfach mal, dass man irgendwie ein bisschen verarscht, ein bisschen abgezockt wird von Polizisten und das war jetzt für uns das erste Mal und ich dachte, ich erwähne es jetzt auch mal hier im Video. Ja, dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Bei uns geht es jetzt weiter nach Koh Lanta und da werden wir zum ersten Mal tauchen. Ich freue mich mega und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.